Genau, es funktioniert. Gut, besten Dank für die Einladung. Mein Name ist Daniel Studer. Ich führe zusammen mit Daniel Mettler die Dozentur BUC an der ETH, an der Abteilung für Architektur. Ich bin natürlich froh, kann ich nach dem Essen sprechen zu Ihnen. Sie sind dann vielleicht ein bisschen milder gestimmt und ich hoffe, ich kann davon profitieren bei meinen hoffentlich nicht zu langen Ausführungen. Ich werde sprechen über Entwurf und vor allem aber über Konstruktion. Das ist der Fokus meiner Tätigkeit an der ETH und beschäftigt mich auch als Architekt stark. Es geht aber auch um graue Energie und um nicht Betreibsenergie, um Betriebsenergie von Bauten. Das ist ein wichtiger Faktor für die Zukunft. Vielleicht ganz kurz noch ein Exkurs zum Entwurf. In der Klimadiskussion ist im Entwurf schon der größte Hebel vorhanden. Wir denken da natürlich einerseits an die Verkehrsströme, die Pendlerbewegungen, wir müssen die reduzieren. Das sind wir als Architekten durch die raumplanerische Tätigkeit stark involviert. Und da müssen wir wirklich etwas machen mit diesen Pendlerbewegungen. Der zweite große Hebel ist die Bauvolumina. Die sind viel zu groß. Wir sprechen immer von Verdichtung der Stadt. Es ist aber eine Scheinverdichtung. Wir machen nicht mehr Bewohner pro Fläche, sondern mehr Fläche pro Raum. Wir machen einfach die Räume größer. Und auch da müssen wir neue Wege finden, etwas kleinere Räume attraktiv zu gestalten. Aber jetzt vielleicht auf die Objektebene selber, konstruktive Ebene, graue Energie und Betriebsenergie. Die graue Energie, die Energie, die man braucht, um etwas zu erstellen, zu produzieren. Ich glaube, das ist das größere Problem. Da gibt es ein paar Einblicke, die ich da Ihnen bieten kann, was es an der ETH so gibt. Hier zum Beispiel haben wir etwas mitentwickeln, helfen dürfen bei einer Gruppe, die heißt Phoenix. Das ist ein Spin-off der ETH und die haben ein CO2-armes Material entwickelt, das wärmedämmend ist. Und das kam aus dem Labor und es war völlig unklar, welche Spezifikationen müssen Sie haben. Sie sind da flexibel, welche Lambda-Werte, wie groß müssen die Paneele sein, wie montiert man das. Und da konnten wir ein bisschen mithelfen bei einem Mockup und das sah dann etwa so aus auf der Außenseite. Aha, da muss ich etwas weiter, Entschuldigung. Das ist da dieses Material und das Ursprungsmaterial, das sind Abfälle aus der Industrieproduktion, Aschen oder jetzt auch aus der Tonindustrie, Siebsande, also Material, das sowieso entsteht und das kann aufgeschäumt werden zu einer Dämmung und die wird dann so eingebaut. Das ist so der erste Versuch gewesen, die Außenseite, man sieht, es ist noch nicht konsistent in der Qualität, deshalb dieser Farbwechsel. Wir haben das außen und auch innen versucht zu exponieren, um dieses Material wirklich einem Test zu unterziehen und die Hoffnung besteht eigentlich darin, dass man dieses Material, also es geht da um dieses Material, vielleicht auch ästhetisch nutzen kann, diese Farbqualität, die es hat, so vergleichbar mit Foamglas vielleicht im Moment. Und da sind wir dran, wir machen jetzt schon das nächste Projekt. Wo geht es da weiter? Jawohl. Jetzt ist es gegangen. Der Großknopf. Jawohl. Gut, in unserer Tätigkeit an der ETH sind wir auch ein bisschen wie so Botaniker, die so Pflanzen sammeln und dann pressen und dann analysieren und dann strukturiert so wieder anordnen und das machen wir einfach mit Bauten. Wir analysieren viele aktuelle Bauten aus Schweizer Produktion. Wir denken, wir sind nur da kompetent genug. Und so ein Bau, der jetzt da reinpasst, ist das AUE in Basel von Jessen Vollenweider. Wird bald eröffnet. Ich war vor ein paar Wochen da und da hat es sich so präsentiert. Und wir haben das etwas genauer angeschaut unter dem Aspekt Holzbau. Und so sieht da so eine Konstruktionszeichnung aus, die wir gemacht haben. Und wir sehen, der Holzbau ist hier kombiniert mit Beton. Also wir haben Holzprimärstrukturen, Stützen und Träger und dann vorgefertigte Betonelemente
und vorgefertigte Holzelemente, die so eine Blindschalung machen. Das wird dann übergossen, da kann man auch Dinge einlegen und oben ein konventioneller Aufbau. Außen auch Holzelementbauweise mit PV kombiniert. Das ist immer etwas verwirrend da mit diesem Knopf. Aha. Gut. Vielleicht kommt das noch. Ein ganz kleines Pfeil. Soll ich nochmal drücken? Oder? Aha. Gut, man würde jetzt die Struktur des Gebäudes sehen. Ich hoffe, später wird die sichtbar. Es geht um eine Skelettkonstruktion. Und das Schöne daran ist, das Aue wollte möglichst wenig Beton benutzen, hochbauen und mit Holz bauen. Und da hat man eine innovative Holzmaterialisierung gemacht. Das sind Stablamellenträger und Stützen. Die sind überall außen aus Tannenholz gemacht. Aber weil es Stäbe sind, kann man die quasi wie eine Armierung innen auch durch anderes Material ersetzen. Und innen wurde Eiche verwendet bei hochbeanspruchten Teilen. Man kann das sich vorstellen, da drunter, unter diesem Knoten. Also das ist alles aus ästhetischen Gründen Tanne und innen an gewissen Punkten, die hochbeansprucht sind, hochwertigeres Laubholzmaterial aus lokaler Gewinnung. Da vermindert man die Transportwege und so auch den CO2-Gehalt. Diese Aussteifung wurde auch, sieht man nicht, kommt das bald? Okay. Also man hat ein Stabwerk, Stützen, Träger und das ist eigentlich das ganze Tragwerk. Und man verzichtet auf Betonkerne, um möglichst wenig Beton einzusetzen und man setzt sie durch Andreaskreuze. Und das hat den großen Vorteil, dass man dann den Liftschacht eigentlich auch viel freier gestalten kann. Der muss keine statischen Eigenschaften mehr haben für Horizontalkräfte, nur noch vertikal. Und die haben da einen transluziden Liftschacht erstellen können, den Sie jetzt leider nicht sehen, aber vielleicht bald in einer Publikation. Ich kann es noch ein bisschen warten. Aber vielleicht kann ich so ein bisschen erzählen über diesen Holzbau. Das zeige ich nachher in einer anderen Folie. Es wird ja der Holzbau gerne benutzt, um CO2-arm zu bauen, weil man davon ausgeht, das Material ist CO2-arm an sich und im Vergleich zu Stahl oder Beton ist das tatsächlich wahr. Es wird aber auch noch das eingelagerte CO2 in diesen Holzbauteilen quasi subtrahiert von der CO2-Menge eines Baues. Und das, finde ich, kann man nicht einfach so immer machen. Da kommt es darauf an, wie schnell wächst das Holz. Stellen Sie sich vor, Sie fällen einen Baum heute und bauen den in ein Gebäude ein. Haben Sie irgendwie CO2 aus der Atmosphäre geholt? Natürlich nicht, oder? Das haben Sie dann erst, wenn er in 50 Jahren wieder nachgewachsen ist. Und solche Wetten auf die Zukunft haben wir schon genug gehabt. Ich denke, das ist bei einem Laubholz nicht möglich, das CO2 zu substrahieren. Anders, was vorhin gezeigt wurde, Hanf oder Strohisolation, das wächst jährlich nach. Dort könnte man diesen CO2-Eintrag tatsächlich aktiv, also substrahieren von der Gesamt-CO2-Menge. Das ist eine Betrachtung, die man noch besser beherrschen muss in Zukunft, meiner Meinung nach. Sie scheinen da noch immer mit der Präsentation zu kämpfen. Ich kann auch meinen Computer bringen und dann können wir den direkt einstecken. Ah, gut. Also gut, dann kann ich nochmals trotzdem resümieren. Also die Reduktion der grauen Energie, des CO2-Gehaltes von Baustoffen, das ist sehr komplex. Es sind ja industrielle Prozesse involviert, die haben lange, bis man die verändern kann. Und ich glaube, bis 2050 werden wir da noch nicht am Ende des Tunnels sein, es sei denn, Frau Professor Scrivener hat da die Lösung in den nächsten 15 Minuten bereit. Ich bezweifle es. Sehr viel einfacher ist die Betriebsenergie der Gebäude
auf null oder unter null zu senken. Und es ist eigentlich eine Schande, dass das heute nicht der Standard ist. Ich werde am Ende nochmal darauf zurückkommen, warum das so sein soll. In diesem Zusammenhang haben wir, ganz kurz nochmal zurück, das Stabbauwerk hier, Holz, dann Beton und Holzelemente werden übergossen. Andreaskreuze, die erlauben, ich hoffe, das funktioniert jetzt. Ja, ein Liftschacht, der nur vertikale Kräfte aufnehmen muss. Also das Gebäude hängt nicht am Liftschacht, sondern der Liftschacht hängt am Gebäude in diesem Fall. Und man kann ihn dafür transluzent gestalten. Hier diese Holz-Beton-Verbundbauweise, da gibt es noch zu bemerken, dass wir heute hochwärmegedämmte Gebäude haben. Wir haben sehr gute Gebäudehüllen und wir brauchen nur noch sehr sanfte Technologie. Wir müssen mit niedrigen Vorlauftemperaturen unter 30 Grad heizen und auch das muss sehr sanft geschehen. Im Gegensatz zu früher, da hatten wir schlechte Gebäudehüllen und starke Technik. Heute haben wir gute Gebäudehüllen, sehr schwache, sanfte Technologie. Und damit das funktioniert, müssen wir das Gebäude aktivieren, um diese Wärmeschwankungen aufzunehmen. Beton kann das noch besser als Holz. Und man hat deshalb hier diesen Beton effektiv exponiert, gezeigt, was sie sehen kann. Infrarotstrahlung aufnehmen und so können gewisse Schwankungen schon aufgenommen werden und wir müssen nur noch wenig technisch nachregulieren. Das führt dazu, dass eigentlich das Holz konzentriert wird auf Stützen, Träger und dass der Beton möglichst flächig eingesetzt wird, möglichst exponiert wird, damit man von seiner thermischen Eigenschaft da profitieren kann. Das wäre noch die Überlegung zum CO2 gewesen. Stahl, Beton, Holz, immer dieselbe Stütze, verschiedene CO2-Gehalte und da wird noch substraiert. Ich glaube, das geht bei Laubholz nicht, das wächst zu langsam. Das kann man dann in 50 Jahren machen, wenn es effektiv nachgewachsen ist. Gut, ich komme jetzt zur Betriebsenergie. Das ist eigentlich ein Problem, das wäre gelöst. Das ist ganz einfach zu lösen. Wir haben heute Standardlösungen, wo wir Gebäude machen mit mehrfachen Energieerträgen als Energiebedarf. Und wir haben versucht, das ein bisschen auch in die ETH zu bringen, diese Technologie, die vorhin eher so etwas verpönt war. Und als mich Miroslav Schick 2017 gefragt hat, was mache ich die letzten 2 Jahre, habe ich gesagt, go solar. Und dann war er ein bisschen geschockt, aber wir haben ihm dann doch helfen können. Das sind dann Studentenarbeiten. Die Studenten haben das ohne weiteres aufgenommen. Die sind unbefangen, die gestalten gerne mit allem, was man ihnen gibt. Hier eine Arbeit mit Indach-Solaranlage, BIPV, da noch verkleidete Solarpaneele. Also da wird aus dem Vollen geschöpft. Da besteht überhaupt keine Berührungsangst. Es ist eher schwierig, die Technik zu adaptieren, weil das wenige Leute kennen. Und wir haben versucht, in einem ersten Schritt so eine Solardatenbank zu machen, verfügbare Technologie etwas zu ordnen. Dach, Fassade, hier mal PV. Da gibt es eigentlich starre Platten, meistens Glasplatten und es gibt bewegliche Elemente und das ist eigentlich schon alles, was Sie wissen müssen als Architekt. Was genau elektrisch drin passiert, interessiert ja niemand. Aber es ist natürlich eine andere Ebene in der Ingenieurwissenschaft, aber für die Anwendung am Bau ist mehr das Mechanische wichtig. Das haben wir dann noch etwas weitergeführt, sodass die Studenten möglichst schnell Zugriff haben zu diesen Details und das schnell im Entwurf integrieren können. Und aus dem, das war sehr erfolgreich, ist dann entstanden eine Seite nicht nur für Studenten, sondern auch für alle, auch für Sie. Solarchitecture vom BFE unterstützt, mit Subsi zusammen, mit Swiss Solar haben wir das gemacht und wir können dort neben Best-Practice-Beispielen natürlich auch Details zeigen, wofür wir verantwortlich sind. Und das sieht dann so aus, Sie können die einfach herunterladen, natürlich auch Schnitte und Grundrisse. Und das Ziel ist, dass man eigentlich diese Technologie in die Breite bringt. Die Technik ist da, wir müssen es nur anwenden. Und ich hoffe, wir können so auch einen Beitrag leisten. Also das ist
auch ein Beitrag zum besseren Entwerfen an der Universität. Man kann sich da bedienen und schauen, wie geht's, und das geht viel schneller, als wenn Sie das selber erarbeiten müssen. Der nächste logische Schritt ist natürlich Dachbeläge. Klassisch kennen Sie, welches ist die Minimalneigung, und wir haben das dann einmal auch für diese neueren Belege versucht aufzulisten, so ein bisschen grob strukturiert. Und wir bezeichnen da die alten Dachformen eigentlich als Passivdächer, die kosten nur Geld und produzieren nichts. Sie bauen das, nach 30 Jahren bauen sie es nochmal, das kostet. Diese Dächer produzieren Energie, sie produzieren Geld, sie zahlen sich selber, nach 30 Jahren haben sie gratis nochmal das Gleiche und vielleicht noch Geld verdient. Das wird in der Praxis heute oft falsch verstanden. Man hat das Gefühl, ich gebe 500.000 auf für eine PV-Eindeckung und am Ende fehlen mir 50.000, aber für 50.000 können Sie kein neues Blechdach machen. Also sind Sie eigentlich, obwohl Sie negativ sind in der Rechnung, immer noch im Plus, und meistens ist es sogar so, dass sie wirklich im Plus sind. Also Aktivdächer und ihre minimalen Neigungen haben wir da so strukturiert, auch die Verlegearten hier diagonal verlegt, allseitig überschuppt, das ist eigentlich wie eine Eternitschalung, dann einseitig überschuppt mit so wasserführenden Profilen in Stößen, das können Sie sich vorstellen wie eine Biberschwanzdeckung, Einfachdeckung mit einem Schindelunterzug, dann allseitige Profile, das können Sie besonders flach verwenden, vielleicht bis 5 Grad, und das können Sie sich vorstellen wie ein Muldenziegel. Und dann hier die flexiblen Elemente, die können Sie aufkleben wie irgendeine bituminöse Flachdachabdichtung. Gut, dann haben wir das auch noch aufgezeichnet, also normales Detail beim Bauen, und man stellt fest, es ist genau gleich wie sonst irgendein Dachbelag. Es ist eigentlich egal, was da drin ist. Sie brauchen einfach eine Überschuppung, eine Lattung, eine Konterlattung, Hinterlüftung. Es ist ganz einfach anzuwenden. Wir haben das dann von Studierenden verlangt, das effektiv anzuwenden bei Projekten. Und das ist sehr überraschend aufgenommen worden. Hier ein Experiment mit ETFE-Folien, die so Kissen bilden. Das sind natürlich auch Linsenformen. Und die Vorstellung war, dass man dann mit diesen Linsen das Licht bündeln könnte. Das wäre dann hier die Linse, hier ein PV-Modul, und man kann das so mit diesen Stangen verschieben, nachführen. Das waren Ideen. Hier Elemente auf Profilit, das Besondere ist, es braucht dann keine Sekundärstruktur mehr, nur eine Primärstruktur, könnte vielleicht so aussehen. Oder textile Architektur hat man auch angewendet, ist überhaupt kein Problem. Also diese neue Ästhetik durch diese neue Technologie ist für die Studierenden überhaupt kein Problem. Ich glaube, es braucht nur auf der Seite der arrivierten Architekten, aha, da habe ich falsch gedrückt, da ist das Profilit, keine Sekundärstruktur. Hier textile Formen, Sarnafolien zum Beispiel, kann auch translucid sein, kombiniert mit PV. Oder eine Metallkonstruktion, Kassettendecke, translucid, hat auch durchaus seinen Reiz und wird im Entwurf eigentlich rege benutzt. Ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele zeigen, auch von Roger Bolzhauser, da mit seinen Studierenden arbeite ich zusammen, die nehmen das wirklich gerne auf, haben keine Berührungsängste. Hier 2019 ist dann Eli Mosayebi gefolgt, macht große Bauten mit maximaler Südausrichtung. Da stellen sich dann städtebauliche Fragen, beschattet man sich gegenseitig etc. Es kommen neue Kriterien dazu, wie wir Architektur machen durch diese neue Technik. Hier Gigon Guyer, die haben dann auch 2019 versucht, im Wohnungsbau PV anzuwenden. Man sieht diese Rasterungen hier so mit sichtbaren Zellen und dann Bereichen, wo keine Zellen sind. Und das war 2019 noch eine Fantasie. 2021 hat das AUE das schon realisiert, und man kann hier überprüfen die ästhetische Wirkung, die neue Wirkung dieser Glasarchitektur. Und ich glaube, das ist durchaus interessant, dieses neue Potenzial architektonisch und technologisch aufzunehmen.
Dann noch ein paar Beispiele von Umgang direkt mit dem Material, das ist jetzt das ganz Neue. Also man hat jetzt wirklich die Zellen in der Hand und bastelt mit denen rum und versucht, verschiedene Dinge zu machen. Das ist bei Arno Schlüter. Die werden dann eingebaut in Folien, in profilierte Gläser, konzentriert. Oder da links ist eine neue Schicht davor losgelöst von der Zelle, quasi wie eine Hinterlüftung. Und da sind verschiedene Möglichkeiten. Und das letzte Beispiel noch ganz kurz. Man muss das ja auch selber machen, oder? Also das ist dann Walk Your Talk. Und da habe ich mit BS2 auch einen ETH-Spin-Off, ursprünglich von Leib und Gut, PVT angewendet, das erstmal großflächig in einer Kirche. Und das Schöne ist, es gibt keinen Unterschied mehr ästhetisch zwischen PV oder PVT. Also PVT ist PV plus Thermie gleichzeitig. PV hat 20% Leistungsgrad, Thermie 60, beide zusammen 80. Und weil das so leistungsfähig ist, brauchen sie relativ wenig PVT, viel PV. Und das gibt dann ästhetische Probleme, wenn das nicht dieselben Module sind. Wir konnten da eine Konstruktion machen, die auf beiden Seiten dieselben PV-Module benutzt und hier einfach noch eine Absorberschicht einbaut. Und so sieht das beides genau gleich aus. Hier während der Montage rechts PVT schon montiert. Das ist dann vorgefertigt worden bei Erne mit diesen Absorbern, schon fertig angeliefert als Element. So wird das etwa montiert und dann muss man nur noch die Blecharbeiten machen und die Module montieren. Das geht sehr, sehr schnell. Das ist heute wichtig im Bauen, dass wir schnell sind. Dann sind wir auch günstig. Und hier sieht man so diese Absorber mit den hydraulischen Leitungen. Da ist nur Wasser drin. Die Konstruktion ist nur geschraubt oder gesteckt. Nichts ist geklebt, rezyklierbar, wie vorhin auch Phoenix-Materialien. Das ist das heutige Mast. Und die ästhetischen Qualitäten haben wir natürlich auch versucht, da ein bisschen auszuprobieren. Das dünne Glas am Ort könnte eine Variante sein einer neuen Glasarchitektur. Zum Schluss noch der kleine Schocker. Wir sind unterwegs in einem Absenkbad. Bis 2050 müssten wir CO2 null erreichen. Das wäre dann hier. Wir haben eine Erneuerungsrate von benevolent gerechnet 2%, das hat man letztens herausgefunden für Zürich, aber meistens ist es nur 1,5%. Und von diesen 2% ist ein Bruchteil eine thermische Sanierung. Also wir werden 2050 hier sein und 16% ist überhaupt noch unberührtes Terrain und das müssen wir kompensieren. Bei 2% sehr gutmütig gerechnet 16%, die wir kompensieren müssen ab heute mit jedem Bau, den wir machen, falls jeder Bau CO2-neutral ist. Er müsste 16% besser sein nach dieser Berechnung. Aber die Realität sieht eher so aus, wir sind noch viel schlechter, wir haben eine Erneuerungsrate von eher 1,5 und von dem auch nur ein Bruchteil. Und wenn Sie ab heute alles nur noch Net-Zero-Gebäude machen, müssen Sie trotzdem 30% dieses Ziel auch noch übertreffen, um diese Bauten da zu kompensieren, die 2050 immer noch in Betrieb sind, immer noch renoviert. Es ist wirklich schlimm. Und jeder Bau, den Sie heute machen, wird 2030 noch in Betrieb sein. Und ich kann Ihnen versichern, die meisten von Ihnen, die können sich nicht davon schleichen, die werden das noch erleben. Also viel Vergnügen. Ich kann Ihnen sagen, denken Sie als Architekten, 2050, das ist heute. Alles, was Sie machen, ist schon 2050. Viel Spaß.